Willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate Dark Alliance. Im letzten Part haben wir, die Höhlen hier gesäubert. Die restlichen Spinnen getötet, sogar eine ganz, ganz dicke Spinne getötet. Wir wurden ein paar Mal getötet. Und ich war gerade beim Händler und habe noch meine restlichen Sachen verkauft und noch ungefähr 22 Tränke mehr gekauft. Auf nach Ebene 3. Ich kann euch jetzt sagen, hier erwartet uns ein Boss. Das ist eigentlich immer logisch. Denn ja, immer nach jeder dritten Ebene kam immer ein Boss. Dritte Ebene, die Kugel der Untoten. Nee, das war sogar zweite Ebene. Egal. Hi. Oh, das sieht so, der sieht geil aus. Der Drache finde ich ist ja doch recht gut gelungen eigentlich für so ein Spiel. Syraxis. What the fuck? Hä? Verliert ihr Leben? Oh, wieso habe ich so viel Leben verloren? Hä? Wieso habe ich das? Ja, warum nicht? Okay. Ja, das könnte jetzt ein bisschen kniffliger Bossfight werden. Aber ich habe mir extra 40 Tränke gekauft. Zur Not schmeiße ich die alle raus. Alle 40. Auch nicht schlecht. Okay. Überraschend. Macht nichts. Zweiter Versuch. Ich hab Zeit. Syraxis, du wirst nicht siegen. Kann ich das überspringen? Nee. Ich mag Eisdrachen im Spiel. Ich mag Drachen. Eisdrache ist auch eine coole Art von Drachen. Also ich mag allgemein Drachen. Ich bin schon so ein richtiger Fan über die Drachen. Deswegen habe ich beinahe fast jedes Spiel gekauft, was mit Drachen zu tun hat. Dragon Age, Divinity, dieses Drachenkommand, Strategiespiel. Ja, und glaube ich noch ein paar mehr, gibt es da auch noch welche. Ah, habe ich das gerade abgewehrt, das wäre voll lustig. Funktioniert das? Nein. Hätte ich nicht erwartet. Nein. Ja, wir heilen uns lieber mal. Nutze. Das ist blödsinnig hier. Warum soll ich die Abstoßung benutzen? Dritz, du schaffst das. Ey, der ist so klein hier. Dritz. Ich zähle auf dich. Dritz. Wir setzen alle auf dich. Jetzt. Syraxis, ich lass dich nicht gewinnen. So, Ausweichmanöver. Der hat immer vor zu springen. Da muss ich mal weg. Ungefähr so. Ja. Ah. Nein. Mist, da war ich zu langsam. Der hat immer vor, hier zu springen. Da muss ich rechtzeitig weg. Ich darf nicht zu oft draufhauen. Ach, Käse. Egal. Ah, das hat mir jetzt gefehlt in dem Spiel. Ein richtig knackiger Gegner wie der hier. So richtig knackig. Oh, das ist toll. Ah, es wird interessant gegen Syraxis. Ja. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Taktik. Ich wünschte, ich könnte das hier nur überspringen, ja. Hallo. Ich bin's. Syraxis. Ich will gerne eisige Happen. Dunkelelf. Okay. Ein bisschen schütteln. Ja. Erinnert mich ein bisschen an einen Hund.
Ich weiß nicht wieso. Dass hier Gestein vom Himmel fällt, ist ein bisschen komisch. Als würde der so viel Erdbeben. Hallo? Ei! Der konzentrierte Halter ist nicht so gut. Jetzt ausgewichen. Draufhauen, draufhauen, drauf. Er ist schon ein cooler Gegner. Ziraxis, du wirst nicht überleben. Weg. Oh, der ist ein geiler Boss. Weg. Ich muss mir die Musik lauter stellen. Tut mir leid, wenn das jetzt Hallen tut. Auf jeden Fall, das ist ein Kampf, wo man die Musik laut stellen muss. Das ist jetzt einfach cool. Nein! Pff, Wahnsinn. Was machst du? Ziraxis! Was machst du? Hä? Ziraxis? Oh. Nein! Nein! Hat er jetzt gerade versucht, nach mir zu beißen? Tut mir leid, wenn ich jetzt laut schreie, aber ich habe jetzt die Musik so laut lauter gestellt, dass ist es jetzt, für ich leise sprechen komme, vor tun sollte. Ah! Nimm das! Nein, ich sollte das nicht ausprobieren. Ah! Ich komme irgendwie nicht so richtig an ihn dran. Aua! Okay. Ein Viertel haben wir schon mal. Oh. Ah, nein, 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 nein. Ja, Mist, ich komm da nicht an den dran hier. Ah. Ziraxis, stell dich nicht so an. Nein. Wow, knapp. Der muss nur einmal aufstampfen und ich bin tot. Ich schalte mich lieber nochmal, sicherheitshalber. Ich weiß nicht, wieso ich gerade das gemacht habe. Spannender Kampf. Muss ich mal wirklich sagen. Der hat's in sich. Aber wir sind Dritz-Urdon. Wir werden das schaffen. Auf den Fall. Wow. Immer noch heilen, sicher ist sicher. Wir sind Dritz-Urdon. Wir werden siegen. Ich habe gegen Jesse Illivaris oder Illivatrix oder irgendwie sowas gewonnen. Wir haben gegen Sandpack gewonnen. Wir haben die Kugel der Untote besiegt und du wirst uns nicht aufhalten. Selbst wenn ein Drache im Vergleich gegen zu den all den Schrott viel cooler und interessanter und bösartiger ist. Wirst du trotzdem nicht siegen. Nein. Knapp. Nein. Nein, komm her. Hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir. Oh. Oh, wie abartig. Jetzt wäre ich schon wieder drauf gegangen. Ich muss vorsichtig sein. Darf nicht so oft draufhauen. Jetzt. Also das macht er auf jeden Fall nicht zweimal hintereinander, so wie es aussieht. Ah, ich hab dich gleich, Ziraxis. Ziraxis, jetzt gleich. Ich hab dich gleich. Nein! Nicht schlecht. Du kämpfst gut. Aber der Dunkelelf ist besser.
Boah, da wäre ich jetzt beinahe reingelaufen. Habe ich dich erwischt? Nein. Oh, oha. Voll blutverschmiert im Gesicht. Oh. Armer Drache. Es wäre jetzt ein cooler Kampf. Armer Drache. Armer Syraxis. Der hat tapfer gekämpft. Doch wir haben ihn geschlagen. Ja, das war jetzt schon ein cooler Kampf. Muss man sagen. Das war jetzt schon ein Kampf der härteren Klasse. Oh Gott. Oh, wäre ich jetzt hier wegen dieser Bombe gestorben? Ich hätte mich sowas von weggeschmissen. Da glaubt ihr aber nicht. Ich wäre jetzt an dieser Bombe hier gestorben. Ich hätte mich jetzt weggeschmissen. Also, aber das war jetzt fies. Also, dass die Bombe da besiegst du den Boss hier gerade im Kampf und da ist da eine Bombe drin. Ich meine, die war mal eine Kiste gewesen, oder? Nee, anscheinend nicht. Oh, da ist da einfach so eine Bombe versteckt. Also, das ist jetzt frech. Ne? Ich wäre jetzt an dem Ding gestorben, wäre ich jetzt nicht weggegangen, weggesprungen. Das ist jetzt einfach unfair und fies. Das muss man sagen. Das war jetzt fies, die Bombe. Also die sind auch, glaube ich, Wendeln in den Kisten irgendwie so drin. Naja. Ein tapferer Kampf war das. Nicht schlecht, Syraxis. Ich werde dich in Ehren behalten. Ich liebe Drachen. Marsch auf Klimber. Klimbermoor. Auf Deutsch. Ich liebe Drachen über alles. Wenn ihr gute Spielempfehlungen habt, wo Drachen vorkommen, nur zu. Ich spiele sie gerne. Ich speichere lieber. Ansonsten nehme ich jetzt noch so eine Bombe auf und sterbe. Das Lager der Bergleute, okay. Einmal beschreiben und zack. Ich finde es auch cool, dass wir hier einfach so hineingeschmissen werden in Klimbermoor. Hi. Ach, ernsthaft? Ach, ihr wart mir auch damals. Sollt ihr mir vielleicht Abstoßung holen? So. In den Grüften wart ihr schon. Oh, ich sollte meinen Mund nicht zu fallen, denn die sind schon ein bisschen härter. So. Rückruf dran und ein toter Zombie. Man sollte die vielleicht doch nicht so unterschätzen, so wie ich es tue. Hi. Hoppa, hoppa. Ach, bloß nicht den Kopf verlieren. Genau, da war doch was. Bloß nicht, oh Gott. Ich nehm's zurück. Verlier bloß nicht deinen Kopf. Oh, wir müssen mal unbedingt mal speichern. Die versunkene Kapelle. Okay. Nein, 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 nein. Der bringt extra Erfahrung. Wird wieder normal. Seht ihr? Jetzt bewegt sein Oberkörper. Und der kriecht mir hinterher. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis ich ihn abschieße. Oder treffe. Nicht schlecht, mein Freund. But this is not the really egal. This is not the really Nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein, wie ich das beenden soll. Tut, 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 tut. Ach, noch so einer. Oh, noch ein halber Körper. Nee. Oh, nix, nix, nix. Geld, gut. Kisten,
Ring Gesundheit plus 5. Was haben wir eigentlich? Können wir, glaube ich, auch verkaufen. Ich glaube, da ist Konstitution schon besser. Was macht denn nochmal Konstitution? Trefferpunkte. Heißt das, dass wir jetzt mehr treffen mit Trefferpunkte oder... Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht hier mit den Trefferpunkten. Das sagt mir irgendwie so wenig Trefferpunkte. Trennen mal bitte. Ja. Alle Mann, Mann. Hat doch nicht so viel Schaden hier. Das ist wieder so eine ganze Armada von denen. Gut. Keine Sorge, meine Freunde. Ich habe extra für euch mehr Frostgeschosse und Otilokes Frostfähren. Ihr seid alle ausgesorgt. Yep. Ihr seid alle ausgesorgt. Ich habe genug Feuer für euch alle. Auch für dich. Aua. Noch mehr Tote? Das ist hier keine Skelette. Ich musste reden. Ich wollte sagen, dass hier keine Skelette vorkommen, wundert mich schon. Ja, das habe ich von denen. Das habe ich von den Salat. Das laufen doch Skelette rum. Es hat mich schon gewundert, dass da keine Skelette rumlaufen, sondern nur Leichen. Und gerade in dem Moment, wo man das denkt, es wundert mich, dass hier keine Skelette rumlaufen, kommt der Skelett um die Ecke. Ja, ich um meine große Klappe. War so klar. Na schön. Wir haben schon wieder ein Level up. Das geht, es ist ja Wahnsinn, ey. Wir haben so viele Bosskämpfe hinter uns. Wir haben die Frau in den Minen. Wir haben Ziraxis da umgelegt. Wir haben in den Birgen wieder ein Level up gehabt. Also, ja. In den Gebirgen halt. Das nützt doch irgendwie nichts, oder? Ne. Dann trennen wir die mal. Und den bringen wir, machen wir noch. Naja. Ach, wie viele Heiltränke haben wir noch? Ich meine, wir können da jetzt ein bisschen verschwenderisch sein. 31 reicht locker. Ich meine, wir können ja jetzt ruhig verschwenderisch sein, also. Wir haben 400 Gold. Das wird ja wohl reichen. Kommt ja meine Knochen gegen Freunde. So, wups. Wups. Perfekt. Wups. Wow. Die halten aber echt nicht viel aus. Wups, genau. Und dich. Und dich. Oh, der hat sogar ein, zwei Schläge mehr ausgehalten. Respekt. Abstoßung ist kein schlechter Zauber. Der kommt nicht von schlechten Eltern. Hi. Du auch noch. Ja, ist ja kein Problem. Jeder hat was. Ich habe alle. Ich habe genug Schläge für alle. Gold. Ein ganzes Gold. Also 1000. Mich würde gerne interessieren, wo er die 4000 Gold hinlegt. 4000 Goldmünzen. Da trägst du nicht einfach so in deinen Taschen. Ebenso wie ein Krummsäbel, ein Hammer, zwei Bögen oder eine Keule. Oder hier Schuhe, Kettenpanzer, zwei Kettenpanzer sogar. Das trägst du nicht in den Stiefeln. Ich bezweifle, dass Dritz so viele Taschen hat. Trotz seiner unglaublich geilen Outfits. Hä? Achso, ich dachte, der wollte was sagen. Nee. Die sehen ja jetzt schon wieder so Gnolle ähnlich aus. Die erinnern mich an diese Türkenarmeen. In den Gebirgen. Nur echsenartiger und etwas spezieller. Und bösartiger. Ich sehe echt nichts. Keine Kiste, nichts. Na dann jetzt. Ah. Okay.
Oh, ich merke gerade, die Zeit ist eigentlich schon rum. Ja, okay. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt wie immer ein Like und einen Kommentar und so weiter und so fort. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Baldur's Gate Dark Allianz und Ade.